Hallo und herzlich willkommen zu Harvest Moon 3. Der folgende Part wird präsentiert von Werbung. Oh, es regnet. Charlotte, kennst du das? Oh ja, Regen, das ist nass. Ja, was tut man, wenn es regnet? Ich weiß nicht. Dann holt man sich dieses super schöne Regal, dann kann man lesen. Ach nee, warte, du nicht, du bist eine Frau. Aha, Peter, du bist so ein Idiot. Ja, Charlotte, mit diesem Regal kann man nämlich Bücher reinverstauen. Da sind schon Bücher drin, aber die können wir nicht lesen, denn wir wollen erst Bücher kaufen. Und wo kauft man Bücher? Im Laden. Ja, ein Laden ist Sachen, wo man Sachen kaufen kann. Das ist Hero. Hero kommt in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. In lecker, bunt und orange. Und er möchte gern pfeifen. Wenn er pfeift, stirbt irgendwo ein kleines Kätzchen. Aber nur böse Kätzchen. Die sonst hätten irgendwo bei euch in die Ecke geschissen. Kätzchen. Nicht immer so süß, wie ihr denkt. Oh, Peter, ich habe auch mal ein Kätzchen gehabt. Das ist interessant, Charlotte. Ja, wirklich? Nein, aber ich tue so mit meinem neuen Heuchler-Mart. Oh, was ist das? Das kenne ich nicht. Doch, ihr lebt es, aber wir brauchen das manchmal, um auch mal heucheln zu können. Wenn ich sage, oh, das finde ich interessant, aber in Wirklichkeit finde ich dich gar nicht interessant, dann ist das gelogen. Das ist nicht nett. Nein, das ist nicht nett. Aber mit Heuchler-Mart, dann ist das egal. Dann kriegst du es nicht raus. Der Heuchler-Mart ruft dich jede Stunde an und erinnert dich, dass du scheiße bist. Oh, das verstehe ich nicht, aber das ist egal, ich bin ja scheiße. Siehst du, und schon hat's geklappt. Was machst du da eigentlich, Peter? Ich werfe Kartoffeln auf den Boden. Warum tust du das? Weil ich die neuen Miracle Gloves habe. Miracle Gloves? Das ist ein schweres Wort. Ja, mit den Miracle Gloves kannst du Sachen in die Sphäre der Narnia werfen. Aber was wollen die denn damit? Die werden das weiterverarbeiten. Sie nehmen deine Sachen, die du da hinwirfst, analysieren sie, machen daraus Briefgold und schicken sie dann in dein Lager. Mein Lager? Dieses formschöne Lager, was man eventuell noch vergrößern kann, ist schon ziemlich groß, aber nur bis 99. Jeder Gegenstand nur 99 Mal? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht, aber es passen trotzdem sehr viele Sachen rein. Dieses Lager hat schon vorgesetzte Fächer für Fische. Da passen auch nur die Fische rein, die da auch rein sollen. Weil Fische alle unterschiedlich aussehen. Auch Wolle und Milch und andere Sachen, die wir niemals bekommen werden, weil unsere Sarah zu dumm ist. Ja, Sarah ist uns nicht so gut gelungen. Nein, Sarah gab es früher mal plus einer extra Portion Glück und Können. Und ein Chicken. Aber das ist leider nicht mehr dabei. Es ist ausverkauft und das Lager ist leer. Das Lager von eben? Nein, unser Lager. Charlotte, du kleines Dümmchen. Aber wir gehen einfach, wenn es regnet, in dieses wunderbar warme Wasser. Wasser, das warm ist? Sachen gibt's? Ja, wenn wir uns hier in die Mitte legen, sitzen, wenn wir uns legen, dann trinken wir. Ja, und wenn wir uns hinsetzen, dann ist alles warm. Und wenn es warm ist, dann durchblutet alles besser. Und wenn es durchblutet ist, dann haben die Frauen auch Spaß. Ah, oh, Peter, du bist so nett. Ich weiß. So, dieses Schild kann man für 3,99 dazu kaufen. Was macht dieses Schild? Es erklärt uns, was diese formschöne Quelle macht. Oh, warum? Ja, damit Leute wie du sich immer wieder dran erinnern können. Wow, das ist nett. Weil ich vergesse wirklich sehr viel. Ich weiß. Charlotte, ich weiß. Peter, willst du mich heiraten? Nein. Okay. Hier sind Rüben. Rüben kann man für vieles benutzen. Rüben? Rüben kenne ich nur von Rübeln. Nein, du meinst Rubel. Das kriegen wir auch manchmal. Ach, shit. Shit kann man hier auch kaufen? Ja. Du musst einfach nur den Mund aufmachen und schon hat man shit. Guck mal, Sarah ist gerade in der Küche. Und wir geben ihr eine Rübe. Was macht sie also? Sie kocht es? Nein. Was macht sie dann? Sie wirft es weg. Und jetzt hat sie sich hierhin teleportiert und die Rübe alleine gegessen. Weil das Sarah ist. Sarah ist, wie gesagt, unser schlimm, unsere größte Enttäuschung.
wir möchten jetzt diese. Siehst du die Kartoffeln? Da sind die Kartoffeln. Und die sind jetzt durch diese Narnia-Dimension verbessert worden. Wir kriegen 2800. Oh, Geld finde ich sehr gut. Ja, ich weiß. Charlotte, ich weiß. Ich weiß nicht, ob wir noch was verkaufen wollen. Haben wir überhaupt noch irgendwas verkaufen? Ah ja, natürlich. Dieses Telefon kann übrigens ohne Kabel funktionieren. Ah, oh, das gibt's nicht. Hör mal auf zu lügen, Peter. Nein, denn dieses Telefon kann nur einen anrufen. Wow. Nein, es ist nicht gut. Okay, doch nicht wow. 80? 80? Wieso 80? Okay, wir haben 80 Bären. Yay, das gibt mehr an einem Abend mehr als die ganzen Kartoffeln. What the fuck? Das Spiel ist kaputt. Das Spiel ist kaputt? Ja, die Programmierer haben da nicht drauf geachtet, dass man sehr, sehr viele Bären einsammeln kann. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Aber wir verkaufen ja auch nicht das Spiel. Wir verkaufen nur die Sachen im Spiel. Ach, ich Idiot, hab vergessen, dass es regnet. Und die Leute mögen es nicht, wenn es regnet. Warum nicht, Peter? Weil unsere Leute aus Zucker bestehen. Ich mag Zucker. Aber da muss ich aufpassen und danach schön trainieren. Ja, wie du hier siehst, kann der Held rumlaufen. Das ist trainieren. Und unsere Leute, die bestehen so aus Zucker, damit man sie in den Arsch blasen kann. Hero gibt's auch in Zucker. Aber der ist jetzt schon aufgelöst. Deshalb haben wir hier das Beispiel braune Stuhlgangfarbe. Mein Stuhlgang sieht anders aus. Danke, Charlotte, danke. So, Charlotte, das war's auch schon wieder, was wir machen konnten. Wir können ja mal gucken, was wir noch verkaufen können. Die Hand. Kennst du die Hand? Oh ja, das ist die Fisthand. Charlotte, zu viel Information. So, das ist eine Hand. Die kann man entweder nach oben hauen, in dein Gesicht oder seitlich halten, wenn du mal nicht mehr da bist, um sich um mich zu kümmern. Ich bin doch immer da. Du bist leider immer da, das stimmt. Die Sichel ist Level 3 und die kann alles weghauen. Alles? Auch Krankheiten? Ja, wenn ich dir den Kopf abhacke, dann ist deine Krankheit weg, Charlotte. Oh, toll. Das ist eine Ho. Das bist du. Das verstehe ich nicht. Ja, der Witz ist auch doof und alt und sehr oft schon gemacht. Das ist eine Hacke. Hacken. Ja, wenn ich kann nicht auch hacken. Aber mit dieser Hacke, ach, ist egal, machen wir später. Wir haben die Axt, die ist golden und Gold ist scheinbar besser, um Holz zu hacken. Aber egal, die Zeit geht nicht vorbei und das ist langweilig für alle Beteiligten. Deshalb gehen wir noch, weil wir morgen, gehen wir bis 5 noch, in den Wald. In den Wald? Ich habe Angst im Wald. Charlotte. Wir haben immer noch eine Schaufel, die ich nicht benutze. Warum nicht? Weil die Schaufel aus Holz ist. Und aus Holz eine Schaufel zu benutzen, ist ziemlich dumm, denn da kriegt man Splitter in die Hand. Dann kauft man einfach eine neue Hand bei uns im Shop. Charlotte, deshalb machst du diesen Job, weil du so gut darin bist. Ja, ich weiß. So, wir haben hier Baumstümpfe. Oh, wie entsteht sowas? Was? So ein Baumstumpf. Der steht, ist da einfach. Ein Baumstumpf entsteht, indem Zwerge um einen kleinen Sarg tanzen. Kleine Särge? Ja. Für jeden Baumstamm muss mindestens ein Baby sterben, damit ein kleiner Sarg angeschafft wird. Könnte man nicht auch einfach einen Sarg so bauen? Nein, du denkst so logisch, das macht keinen Sinn. Okay. Und dann tanzen die Zwerge um diesen Sarg und ein Baumstamm entsteht. Und was bringt der Baumstamm? Gar nichts. Oh, kann man den kaufen? Nein. Und dann? Dann kannst du ihn kaputt hauen, dann kriegst du ganz viel Holz. Dann bringt er doch was. Bis jetzt noch nicht. Wir haben 999 Holz und wenn ich jetzt mehr mache, dann kann ich ganz umsonst den Regenwald abholzen. Und das bringt mir gar nichts. Aber man kann doch Papier aus Holz machen. Ach, Charlotte, hast du wieder Pillen genommen? Du bist so intelligent. Oh, danke, das ist das Netzte, was du mir jemals gesagt hast. Ja, wir haben hier Beeren. Beeren sind voller Vitamine. Und wenn sie jetzt bestellen, bekommen sie zu den Beeren noch den grünen Stängel. Grüner Stängel? Dann solltest du zum Arzt gehen. Nein, hier das oben, das Zeug, das da dran ist. Oh, das mag ich am liebsten. Nein, Charlotte, du meinst Salat. Was ich meine ist
Warum liegen hier Beeren rum? Zwerge? Richtig, du bist am Verbinden. Die Zwerge müssen ja irgendwann mal auf Toilette, ne? Ja, jeder Mensch muss das. Ja, Charlotte, aber nicht um ein Glory Hole zu benutzen, sondern um Beeren auszukacken. Auf jeden Fall bei den Zwergen. Das ist deren Pupu? Richtig, die haben Rotes, weil sie Hämorrhoiden haben. Und deshalb sind Zwerge auch immer so grimmig. Haben Zwerge nicht einen langen Bart? Ja, wie dein Vater. Mein Vater ist ein Zwerg. Und Mohammed. Oh, du bist so intelligent. Ich weiß. Und diese Hämorrhoiden ausgeschissenen Beeren, die verkaufen wir. Wofür? Ja, die sind, die kann man entweder aufs Brot schmieren. Schmecken die denn? Nein. Oder man kann sie als Kette tragen. Beeren als Kette? Ja, dann kommen wilde Beeren und fressen diese Beeren. Aber die sind doch einmal am Hals. Richtig. Das heißt, du kannst diese Beerenkette, die Beeren anzieht, jemanden schenken, den du nicht magst. Und wenn der in der Stadt lebt? Die Beeren kommen auch in die Stadt. Beeren haben nichts dagegen, die wissen, wie man die Bahn benutzt. Beeren sind sehr intelligente Tiere und sehr leckere. Was? Kommen wir zum nächsten. Ich muss kurz auf die Zeit achten, wir haben noch ein bisschen. Hier haben wir... Was ist das denn? Das ist eine Perücke. Oh, eine grüne Perücke, das ist ja lustig. Ja, zu Fasching braucht man Perücken. Und warum ist das eine Perücke zum Fasching? Weil du blondes Haar hast. Aha, danke, dass dir das aufgefallen ist. Ich war beim Friseur. Ja, und diese Perücken kann man dann benutzen, um sich zum Beispiel als Pumuckl zu verkleiden, der jetzt gerade seine lesbische Rebellenphase hat. Ist Pumuckl nicht ein Junge? Keine Ahnung. Der spricht wie ein alter Sack und könnte auch ganz gut eine Frau sein mit Raucherlungen. Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Okay, also haben wir eine Lesbe und die kann dann lesbische Haare bekommen. Richtig. Okay, und wenn man das jetzt kauft? Was meinst du? Wir müssen noch ein Angebot machen. Okay, wenn man diese Perücke kauft, dann bekommt man eine Beere dazu. Das ist ja ein Angebot, das kann ich nicht abschlagen. Und wie viel haben wir davon? Boah, genug. Wie viel haben wir davon? Nur noch 500. Ja, da muss man aber schnell anrufen. Ja, oder man ruft nicht so schnell an, sondern wählt richtig, sonst verwählt man sich. Sag doch mal unsere Nummer. Das kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich das nicht lesen kann. Aber Charlotte! Das tut mir leid, aber ich bin blind. Charlotte, das tut mir leid. Da können wir doch gleich was machen. Mit dieser Form schön. Ja? Ich muss einmal hingehen. Okay. Blume. Blume? Blume. 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 Erstmal verkaufen wir. Hoffentlich schaffen wir das noch. Dieses Telefon hat auch nur einen Knopf, wie man sieht. Da drückt man mit der ganzen Hand drauf. Und braucht nicht mal den Hörer hochzuheben. Das hat nämlich einen Lautsprecher im ganzen Zimmer. Dann spricht Herr Gott mit mir. Nein, Gott spricht mit dir nie. Das wäre ihm zu niveaulos. Wir haben nur 48 eingesammelt. Das ist aber egal. Es sind insgesamt über 100. Das sind 1000... What the... Das wird das beste Let's Play aller Zeiten, Charlotte. Warum? Das hast du jetzt nicht wirklich gefragt. Okay. Okay. Weil das nur langweilig ist. Finde ich nicht. Das sind so sehr viele Sachen zu verkaufen. Eben nicht. Doch hier zum Beispiel. Wir haben hier einen Trog. Da können auch zu Hause, kann eine ganze Familie draus essen. Du meinst die Mädels. Wir haben 17.000. Das wird ein schöner Tag zum Einkaufen, würde ich mal sagen. Yay. Nein, Charlotte, du bist morgen nicht dabei. Oh. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, ob es dunkel genug ist. Schau mal, wie ich die Sichel benutze. Nein, ist noch nicht dunkel genug. Ich mach's immer falsch. Ich mach's immer falsch. So, Charlotte. Das war's, würde ich mal sagen. Oh, ist schon vorbei? Ja, wir haben sonst nichts zum Anbieten. Vielleicht können wir irgendwann später nochmal anbieten. Aber guck mal, wir haben hier nur Schilder oder Fodder. Das heißt Futter. Fodder, das ist Englisch. Ach, jetzt denkst du dir wieder Sachen aus. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich weiß. Halt die Fresse, Charlotte.
Hey, wir haben doch noch Saat. Diese hier, Samen. Oh, das kann ich anpreisen. Na, ich trau mich nicht. Warte. So. Yay! Hätten wir vorher machen sollen. Verdammte Scheiße. Samen sind gut für die Betten. Falls man mal keine Verstärker hat. Verstärker? Ja, sowas, was die Bettwäsche ganz fest macht. Wer will das? Man benutzt doch meistens hier Waschmittel, um es weicher zu machen. Hä? Meine Bettwäsche ist immer ganz fest, weil ich die nicht so oft wasche und deshalb... Ja, wir wollen es gar nicht erst wissen. Scheinbar hast du viel Spaß. Naja, man muss ja irgendwie durchkommen, ne? Wir haben nichts mehr, das heißt, wir können auch mal losgehen und noch mehr einholen. Für die nächsten Tage. Was langsam ziemlich langweilig wird. Aber wir brauchen ja das Geld. Weil die Sachen da 50.000 teilweise kosten. Aber wir sind doch erst im Frühling. Ja, deshalb regnet es die ganze Zeit. Im Sommer regnet es vielleicht gar nicht. Oh, das ist nicht gut, das ist schlecht. Ja, dann Regen können Sie jetzt auch kaufen. In Flaschen. In Flaschen Regen? Ja, abgefüllt. Mit dem besten Regen der Welt, nämlich im australischen Outback. Oh ja, da habe ich gehört, ist der Regen wirklich sehr gut und wohlhabend. War wohlhabend? Wohlschmeckend? Ich weiß nicht, was du meinst. Regen halt. Ja, trotzdem, da sind Kängurus und Kängurus, die hopsen und können gut boxen. Du hast recht. Und da könnt ihr kaufen, 1 Liter Flaschen für nur 3 Euro plus Pfand. Das finde ich gut. Pfand ist gut für die Umwelt. Ja, es wird hergeschifft mit 3 Liter mal pro eine Flugreise. Das ist ja gut. Das heißt, es ist besonderes Wasser. Ja, besonderes Wasser. Und das kommt dann hierher. Und ihr könnt, ich muss mich kurz kratzen, dieses Wasser dann über eure Sachen schütten. Über welche Sachen denn zum Beispiel? Über den Kopf, eure Hausaufgaben, über euren Hund, über eure Bettsachen. Nein, ja, wenn ihr sie weicher haben wollt. Über eure Pflanzen, über eure Mutter, über eure neuen Bärenketten, über den Bär, der dann kommt, über eure elektronischen Geräte, über eure Pizza, über euren Strandurlaub, über euren Opa, über euren Föhn, über eure Perücken, über eure Socken, die ihr danach anzieht, über fremde Kinder wegen, über, ja, Tampons, über Kondome, über die Mehrwertsteuer, über den Bürgermeister von Berlin, über den Rhein, über die Alpen, über Wolken, über andere Regenflaschen, über Haupt nichts, über Sand, über Gläser, über... Ja, das ist schon ganz schön viel. Jo. Das kann man alles mit Regen machen aus der Flasche. Kann man das auch trinken? Joa, ne? Sollte man aber vielleicht nicht. Warum nicht? Joa, ist Wasser, ne? Wasser trinken doch nur Loser. Das stimmt. Ich gehe jetzt einmal Prosecco holen. Richtig, denn wir sind am Ende angelangt von unserer Show. Wenn Sie es alles kaufen wollen, dann gehen Sie auf unsere Internetseite. Die heißt, wir verkaufen, ihr kauft. Haha. Und ja, Sarah könnt ihr auch nicht mehr kaufen, das tut mir leid, obwohl bestimmt total viele das wollen. Ich werde abspeichern, damit ich auf jeden Fall, ich hoffe, es regnet morgen nicht. Und, jo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und Charlotte wird noch was sagen. Ich habe gepupst. Ja, Charlotte, danke. Darüber könnte man es auch schütten. Aber dann nimmt man einfach die Flasche und schiebst dir, das magst du bestimmt noch. Na hey, du weißt, was ich mag. Also, gut.
Guten Tag und gute Nacht. Ich habe den Hund umgebracht. Wirklich? Halt die Fresse.